Ein neuer Tag, eine neue Gelegenheit, nach Diamanten zu suchen. Hauptquest aktualisiert. Hier ist noch die Steuerung. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei diesem kleinen Minecraft-RPG, was von Toyu erstellt wurde. Geh jetzt erstmal rüber hier zur Werkbank. Boah, die so groß ist wie wir. Ich habe nicht genug Materialien, Mensch. Ja, schade. Okay, das ist natürlich unglücklich. Wollen wir mal gucken, was sonst noch so geht. Also unser Plan ist, das komplette Spiel durchzuspielen, alle Geheimnisse zu finden und am Ende erzähle ich euch noch was über dieses Spiel. Und hier ist die Truhe mit einer Steinspitzhacke. Nice, dankeschön. For basic stuff, alles klar. Wir haben übrigens noch hier, huch, das ist es nicht, ein Inventar. Wir haben hier noch Equipment, was wir ausrüsten können. Die Spitzhacke geht nicht rein, wird automatisch so reichen. Und unser Journal. Hauptquest. Findet Diamanten, Junge. Alles klar, machen wir. So, wir gehen jetzt erstmal raus. Wir haben ja sonst nichts zu tun, verstehst du? Jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Also ich weiß, dass die Texturen geändert werden mussten, wegen Copyright natürlich von Mojang. Aber ansonsten sieht's auch richtig geil aus, ne? Stevens Haus. Ja, man merkt auch, dass es mal Steves Haus heißt. Oder hieß oder irgendwas. Aber egal, wir gehen jetzt hier zum Baum und schlagen drauf. Oder nicht? You punched the wood. Jawohl. Du hast auf Holz geschlagen. Du hast dir fast das Handgelenk gebrochen. Aber das war's wert. Ja, nice. Was steht hier? Eine Farm. Okay, cool. Und wer bist du? Hallo, ich bin der Farmer. Was machst du? Ich baue eine Farm, Steven. Es steht buchstäblich in meinem Namen. Oh, Entschuldigung, dass ich gefragt habe, Mann. Was können wir noch sagen? Schön, dich zu treffen. Du lebst hier seit 16 Jahren, Steven. Was meinst du mit nett, dich kennenzulernen? Ich hab doch keine Ahnung, ich frag doch nur doof rum. Sorry. Okay, egal. Wir ignorieren es einfach mal und laufen weiter. Hier ist noch eine Truhe, ne? Huch. Ja, Steuerung ist ein bisschen schwierig, aber sonst ist es eigentlich voll süß gemacht. Eisenschwert. Es ist gefährlich, alleine zu gehen. Ja, dann gib her, ne? Nehmen wir auf jeden Fall mit. Können wir das ausrüsten? Huch, Inventar. Ja, das geht. Oh, wie süß. Warte. Pieks, pieks. Sieht zwar eher aus wie ein Dolch, aber kann man akzeptieren, ne? Nehmen wir. Und wer bist du? Hey, Steven. Denkst du daran, in die Höhle zu gehen? Ich würde das nicht machen. Mein Kumpel Eric ist dort drin gestorben. Er ist tot. Oh ja, das ist natürlich dann richtig scheiße. Sorry, mein Freund. Es tut mir echt leid. Wir gehen jetzt noch ins Häuschen hier. Und hoffen, dass wir irgendwas Neues hinbekommen, ne? Oh. Können wir hier hoch? Nein. Ah, ist eine Badewanne wie so ein Whirlpool, ne? Und wer bist du? Hey, Steven. Ich habe so gut wie kein Geld mehr. Und ich will nicht obdachlos werden wie der Typ südlich der Stadt. Tja, ist irgendwie ein bisschen asozial, oder, die Aussage? Kannst du mir etwas Uran aus der Höhle bringen? Ich habe eine schicke Belohnung für dich, wenn du es machst. Oh, wow. Ja, eine Quest hinzugefügt. Sehr, sehr geil. Warte, wir gucken. Emerald Moment. Ja, es hieß wohl anscheinend mal Smaragd statt Uran. Aber ja, es musste halt, wie gesagt, geändert werden, ne? Davon lassen wir uns aber nicht aufhalten. Ich find's trotzdem nice. Und mit der Tatsache ist es eigentlich vollkommen in Ordnung, ne? Was gibt's hier? Ein Brunnen. Oho. Jetzt bin ich mal gespannt, was gibt's jetzt? Oh! Ist das ein Zelt? Oh lol. Was haben wir denn hier? Hello! Aber warte. Muss ich auch ins Deutsch übersetzen, ne? Würde Sinn machen. Hallo, ich bin Jerry, der Obdachlose. Willkommen bei der bescheidenen Bude. Hallo Jerry! Schön, dich zu sehen. Auch schön, dich zu sehen. Pass auf, dass du nicht in die Pissecke trittst. Oh, lol. Okay, danke für die Warnung, mein Freund. Was ist das andere, was wir fragen können? Oh, Hilfe, nein, nicht das. Das hier unten drunter wollte ich fragen. Lachst du echt einen Obdachlosen aus? Das ist nämlich nicht ziemlich daneben, mein Freund. Als Jerry, ein Obdachloser, verstehe ich, dass es für einige Leute leicht sein mag, über meine Situation zu lachen. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Obdachlosigkeit keine Wahl ist und dass man darüber nicht lachen sollte. Es gibt viele Faktoren, die dazu beitragen können, dass jemand obdachlos wird.
darunter Arbeitsplatzverlust, medizinische Notfälle, häusliche Gewalt und psychische Probleme. Niemand möchte jemals obdachlos werden und das ist eine schwierige und oft dramatische Erfahrung. Jemanden auszulachen, weil er obdachlos ist, ist nicht nur verletzend, sondern auch noch moralisch falsch. Es zeugt von mangelndem Einführungsvermögen und Verständnis für diese Schwierigkeit, mit den Obdachlosen täglich zu kämpfen haben. Ja, da hat er natürlich auf jeden Fall recht. Anstatt zu lachen, wäre es hilfreicher zu versuchen, die Herausforderungen zu verstehen, mit denen Obdachlose konfrontiert sind, und Wege zu finden, sie zu unterstützen. Dazu könnten Spenden für Obdachlosenheime gehören, die freiwillige Mitarbeiter einer Suppenküche oder einfach ein freundliches Wort oder ein Lächeln für jemanden, der Probleme hat. Abschließend möchte ich sagen, dass es niemals in Ordnung ist, jemanden auszulachen, weil er obdachlos ist. Es ist wichtig, denjenigen die schwierige Zeit durchzumachen, Mitgefühl und Empathie entgegenzubringen. Alles klar? Hast du dir das alles angehört, Steven? Denn das waren wirklich wichtige Informationen. Entschuldigung, mein Freund, aber ich weiß genau, was du meinst, denn ich war auch mal obdachlos. Aber das hat dir nichts zu suchen. Weiter geht's! Und aber schön, dass da so wichtige Informationen drin sind. Also er macht auch Spaß, aber auch wichtige und ernste Informationen. Ist doch nett. So, Steuerung nach oben. Wie gesagt, ein bisschen merkwürdig. Nein, komm her. Oh, Junge. Yo, Steven, hast du diesen Teil gesehen? Das Ding ist krank, Mann. Okay, krass, ja. Wunderschön, sieht Hammer aus. Teich. Ja. Teich, Junge. Okay, ja. How dare you? Ja. Alles klar. Ich will nochmal hochgehen, gucken, ob da irgendwas ist. Ich hoffe, ich nerv nicht so mit dem Mauszeiger, dass ich irgendwie ein bisschen in den Griff kriege. Oh, Leute, guck mal. Was bist du denn, Hübsches? Es ist ein Wasserschwein. Ja, streicheln. Du streichelst sanft ein Wasserschwein. Es scheint ihm zu gefallen. Ja, hoffe ich doch. Ich habe sanfte Hände, meine Freunde. So gehört sich das. So, wo gehen wir jetzt hin? Wir haben alles abgeklappert bis jetzt, oder? Oh, lol. Gehen wir erstmal zu diesem Schild hier. Ist besser. Es gibt nichts, was über diesen Punkt hinausgeht. Die Welt endet hier. Ja, ich weiß. Es muss psychisch traumatisierend sein zu wissen, dass dies buchstäblich das Ausmaß eines Universums ist. Aber das ist nicht mein Problem. Ich bin nur ein Schild. Ich möchte es wirklich klar machen, versuche nicht über diesen Punkt hinauszugehen. Ich glaube, wir werden später darüber hinausgehen. Also ich würde schon gerne mal probieren. Ich bin mir sicher, das funktioniert, weil dafür war das Schild ein bisschen zu auffällig. Was haben wir denn hier? Höhle! Super gefährlich! Nicht betreten! Wenn du sie betrittst, wirst du sterben! Oh no! Rein da, Junge! Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Höhlen aussehen. Boah, die Musik ist flashig, ne? Geil! Noch ein Schild. Ah, Hilfe! Eingang zur Höhle! Nicht tiefer gehen. Ah, jetzt erst recht. Umso mehr ich ein Nein höre, umso mehr will ich da rein. Komm, wir gehen hier zuerst rechts lang, ne? Oh mein Gott, hier gibt's auch Zombies. Komm, wir kämpfen. Let's go, loading, Junge! Ist ja eh nur einer. Oh, es sind zwei, okay. Was soll ich machen? Angriff! Welcher Gegner? 14 Schaden, geil, gewone-shotted. Und let's go, Junge! In your face! Ja! Boah, Alter. Oh, war das laut. Aber wir haben Leben dazu bekommen. Und einen Eisenbarren. Ja, Eisenbarren nehme ich. Eisenbarren. Und noch ein Eisenbarren. Jetzt frage ich mich, was wir damit machen können, weil wir haben ja eine Werkbank gesehen und wir haben noch Stöcke, oder? Oh, lol. Wir haben ja eine Steinspitzhacke aktuell, ob wir daraus auch eine Eisenspitzhacke machen können. Das will ich mal versuchen. Komm, wir gehen mal ganz kurz zurück. Wo war die Werkbank in unserem Haus, ne? Ja, die war jetzt nicht so weit weg. Kann man hier rennen? Ich glaube nicht. Man kann übrigens noch richtig reinzoomen, wenn man möchte. Und rauszoomen. Man kann sogar die Kamera drehen. Ist doch süß gemacht, oder? Also, ich weiß, dass dieses Projekt innerhalb von wenigen Tagen erschaffen wurde. Von jemandem, der keine Ahnung hat, wie man eigentlich Spiele programmiert. Und dafür ist es echt... Oh, lol. Ich habe eine Eisenspitzhacke gemacht. Ja! Ja, guck mal, dann ging unser Plan doch komplett auf, oder? Ja, damit kann ich leben. Ja, machen wir jetzt. Gehen wir wieder zurück in die Höhle, würde ich sagen. Weil unsere Hauptaufgabe ist ja, Diamanten zu finden. Und das geht ja eh nur mit einer Eisenspitzhacke. Deswegen war es halt irgendwie ein bisschen... Ja, nicht logisch, aber... Schon hoffnungsvoll, dass es klappen könnte.
Hilfe, wo lang? Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Rechts waren wir, genau. Aber wie viel Leben haben wir da unten? 20 von 20. Ja, okay. Dann ist fein. Weil man hätte sich auch ins Bett legen können und schlafen. Das habe ich bei der Testaufnahme bemerkt. Also nur hoch oder runter? Ich habe keine Ahnung. Egal, weil wir gehen eh beide Wege. Wen interessiert... Nein! Oh mein Gott, wie viele Zombies sind denn hier? Diamanten, du hast das Game geschafft! Oh mein Gott, bitte lass mich in Ruhe. Zum Glück laufen wir ein bisschen schneller. Oh ja, wir sind rausgekommen. Ich habe keinen Bock, gegen alle zu kämpfen, sage ich euch ganz ehrlich. Weil die zwei Zombies haben mir schon gereicht. Wenn die jeweils 4 Schaden machen, dann wären wir, glaube ich, ein bisschen schnell tot, ne? Was hier? Oh, hier ist doch der Smaragd, ne? Ja, Emerald, vielen Dank. Komm, wir kämpfen noch einmal. Einmal so just for fun, gucken, was Sache ist. Ob das wirklich immer nur so 2 Zombies sind. Oh, jetzt ist nur einer, guck mal hier. Greif mal an. 12 Schaden. Ja, gut. Den wollte ich jetzt gar nicht mitnehmen. Den haben wir jetzt aus Versehen mitgenommen. Ist aber, glaube ich, fein. Attack, Junge. Zombie. Ob man Level up haben kann? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber wäre schon witzig, oder? Gut, wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir wieder raus. Warte, der eine wollte einen Smaragd haben, ne? Ja, dann bringen wir ihn den Smaragd. Wir haben jetzt noch einen Diamant gesammelt. Wir sind fertig mit dem Spiel. Also heißt es, dass wir unsere Tagesquest fertig haben? Aha, wir müssen einen Weg finden, um den Smaragd daraus zu holen und ihn zurück zu dem... Och, wer ist der? Zu dem Villager zu bringen. Wird gemacht. Ja, schade, aber über den Diamant steht nichts mehr da. Also vermute ich mal, dass wir da fertig sind. Naja. Ist ja nicht so schlimm, ne? Ah, warte, hier war der. Rein da. Er hat auch gesagt, er hat was Schönes für uns, ne? Was Schickes. Ah, schön, dich zu sehen, Steven. So, hier ist der Emerald. Dieser Mann hat mir eine Waffe gegeben. Alter, was? Jetzt will ich wissen, was er mir... Yo, er hat mir echt eine Schusswaffe gegeben. Ja, geil. Austauschen. Kann man jetzt die Zombies wegbangen? Ich glaube schon, oder? Also, ich gehe mal davon aus, dass das mehr Schaden macht. Respawn die Zombies? Warte, das will ich mal ganz kurz gucken. Danach gehen wir mal rüber. Also, ich vermute nur, dass das dann alles Geheimnisse sind, die wir dann erreicht haben. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, ehrlich gesagt. Aber wir spielen es einfach mal durch, so gut wir können. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. Ah, die respawnen aber nicht. Das ist geil. Dann würde ich sagen, dann klatschen wir noch die anderen da oben weg. Unten haben wir alle beide Zombies weggeklatscht. Und dann fehlen auch nur noch da oben die 3, ne? Hahaha. Schaffen wir. Hallo. Loading. Okay, es sind auch wieder nur 2. Sehr. Oh mein Gott, 68 Schaden. Let's go, Freunde. 88 Schaden. Ja. Wir sind wieder full life. Weil wir haben 4 Schaden gekriegt und 5 haben wir wieder dazu bekommen. Ist. Oh mein Gott, 3 Stück, Alter. Greif an! 90 Schaden. Das ist immens, Alter. Ich wünschte, es wird noch eine Eisenrüstung oder sowas geben. 92 Schaden. Ja, easy. Wie viele sind es hier? Oh, auch wieder 3. Ich glaube, das könnte ein bisschen knapp werden, ehrlich gesagt. Au. Oh mein Gott, ein Treffer und ich bin tot gewesen. Ja, hat das jetzt irgendeine Belohnung gegeben? Nö. Ja, schade, ne? Gut, bevor wir rübergehen, möchte ich aber nochmal mich voll heilen. Ich habe irgendwie schlechte Vorahnungen. Weil wenn wir schon eine Pistole geschenkt bekommen, na, dann weiß ich ja nicht so genau, ne? Wo geht's hier raus? Hier runter, ne? Ja, wunderbar. Also ich muss sagen, obwohl die Steuerung ein bisschen Katastrophe ist, macht schon echt Spaß zu spielen, ne? Kann man Leute erschießen? bisschen traumatisch, aber nee, geht nicht. Zum Glück muss man sagen, ne? Weil die Villager sind ja echt toll. Also traden wäre auch geil. Mit so einem Smaragd oder so, oder Diamant. Komm, ich zeig euch das Bett jetzt. Warte, wo war das hier oben? Ja. Gute Nacht. Oh ja, es regeneriert komplett voll. Geil. You're fully helped. Vielen lieben Dank. Okay, dann haben wir jetzt, soweit ich es richtig gesehen habe, eigentlich nur noch einen Weg, oder? Und zwar, ja, von der Insel runter. Oder fliegende Insel, was auch immer das hier sein soll. Oh, ich hoffe, das geht gut. Hier würde ich jetzt gern rübergehen. Oh lol, ja geil. Wow, ein Schild. Wir lesen mal.
dachtest wirklich, du wärst toll, als du diese Karte so verlassen hast? Hm. Eigentlich schon, ja. Bereite dich darauf vor, vernichtet zu werden! Nein! Was ist es? Sieht irgendwie aus wie von Among Us, ne? Was bist du? Attack! Bohne! Oh, das. Oh mein Gott, 14 Schaden. Kann man hier verfehlen? Oh ja. Ja! Vernichtet, Junge! Was steht da? Du hast die rote Bohne besiegt. Gratuliere! Du hast jetzt eigentlich das Spiel durchgespielt. Hier, du kriegst noch einen Apfel als Belohnung. Ein Apfel? Es scheint, als würde es das perfekte Food sein für Capybaras, für diese Wasserschweine. Ui. Das ist doch das Tier, was wir gestreichelt haben. Okay, komm, dann machen wir das jetzt. Dann geben wir dem Tier noch den Apfel und dann gucken wir dann, was passiert. Ansonsten können wir noch irgendwas machen. Beim Brunnen geht, glaube ich, gar nichts, oder? Nee, schade. Ja, ansonsten wüsste ich jetzt hier nichts. Hallo, du süßes Ding. Süß, süß, süß. Komm, wir streichen es nochmal. Ja. Und was jetzt? Gib den Apfel dem Wasserschwein. Okay, ich habe nur ein Geräusch gehört. Da war aber nichts. Transform. Oh, verwandel dich in ein Wasserschwein. Oh, lol. Du bist nun ein Wasserschwein. Das ist es. Du hast wahres Glück erreicht in deiner neuen Wasserschweinform. Yippie! Was jetzt? Oh. Credits, Toiyu. Das ist der Mann, der dieses Spiel hier entwickelt hat in kürzester Zeit. Und soweit ich weiß, hat er auch keine Erfahrung darin gehabt, Spiele zu entwickeln. Ich weiß auch, dass er aus Italien kommt. Und er musste halt natürlich, wie ihr gesehen habt, die Texturen ändern. Weil sie halt, ne, sonst hätte Mojang sich beschwert und das wäre ein bisschen doof gewesen. Weil den Stress willst du dir, glaube ich, nicht antun. Da seht ihr auch nochmal den Startscreen. Ja, sein YouTube und sein Patreon sind auch noch in der Beschreibung verlinkt, damit ihr auch da drauf klicken könnt. Ihr könnt ihn auch gerne unterstützen. Dann könnt ihr auch das Spiel spielen. Also, ihr müsst dafür zahlen halt, ne. 5 € ungefähr waren das, glaube ich. Und ja, das war's, meine lieben Freunde. Hab mich gefreut, danke fürs Zusehen und wir hören uns bis zum nächsten Mal.